Was könnte gruseliger sein als ein Horrorfilm, der auf einer wahren Geschichte basiert? Schau dir die Zusammenfassung von The Conjuring 3 – The Devil Made Me Do It an. Diese Geschichte beginnt im Jahr 1981. Ed und Lorraine Warren sind Hellseher, die das Paranormale untersuchen. Sie versuchen, einem Jungen namens David zu helfen, der von einem bösen Wesen besessen ist. Arne, der Freund seiner älteren Schwester, beruhigt ihn und verspricht, David zu beschützen. Während die Erwachsenen den Exorzismus vorbereiten, hört das Kind seltsame Geräusche und versteckt sich im Badezimmer. Die Wasserhähne öffnen sich von selbst. Anstelle von Wasser ergießt sich scharlachroter Schlamm über David. Die Erwachsenen rennen auf den verzweifelten Schrei des Kindes zu. Im Badezimmer ist keine Spur von Scharlach zu sehen, doch David scheint den Verstand verloren zu haben. Er greift seinen Vater an, die Warrens beginnen einen Exorzismus und als Lorraine das Kind berührt, bekommt sie eine Vision des Rituals mit einem Metallbecher. Der Wind erhebt sich, das Geschirr zerspringt, der Körper des Kindes krümmt sich unnatürlich. Als er sich befreit, stürzt sich der besessene Junge auf Ed und verspricht, sein Herz anzuhalten. Die Exorzisten haben versagt. Aber Arne hat versprochen, David zu beschützen und er hält sein Wort. Er schreit dem Dämon zu, lass ihn in Ruhe, nimm mich. Plötzlich hört alles auf. Der Exorzismus scheint ein Erfolg zu sein und nur Ed hat etwas bemerkt. Doch sein Herz schlägt immer langsamer, bis es schließlich stehen bleibt. Die Zeit vergeht. Wir erfahren, dass Ed einen schweren Herzinfarkt überlebt hat. Auch Davids Familie geht es gut, oder etwa nicht? Während eines Familienpicknicks erschrickt Arne vor so ziemlich jedem noch so kleinen Detail, wie zum Beispiel einer Ratte oder einem Loch in der Wand. Seine Paranoia eskaliert. In seinen Halluzinationen sieht er eine unheimliche Frau. Während Ed Warren im Koma liegt, erinnert sich seine Frau an die Zeit, als sie sich kennenlernten. Sie wurden vom Regen überrascht und verbrachten den Regenguss in einem sehr romantischen weißen Pavillon. In der Zwischenzeit passiert etwas Seltsames mit Arne. Die Kettensäge bleibt stehen und springt dann wieder von selbst an. Die Tiere im Hundehotel spielen verrückt und bellen hysterisch. Der betrunkene Vermieter versucht, Arne betrunken zu machen und der Mann wird krank. Zu dieser Zeit wacht Ed im Krankenhaus auf. Er berichtet, dass der Dämon nicht exorziert wurde. Ed hat gesehen, wie er in Arne eingedrungen ist. Der arme Kerl hat Halluzinationen. Die Welt um ihn herum versinkt in Stille und Dunkelheit. Der unglückliche Kerl wird von einem Monster angegriffen und er kämpft, um sich zu verteidigen und sticht 22 Mal auf die Kreatur ein. Als die Polizei vor dem Haus vorfährt, irrt Arne die Straße entlang und kann sich an nichts erinnern. Seine Hände und seine Kleidung sind scharlachrot gefärbt. Ein einzigartiger Prozess beginnt. Ein junger Mann hat seine Vermieter angegriffen und behauptet nun, von einem Dämon besessen zu sein. Die Warrens kommen im Gefängnis an. Mit einer Bibel, einem Kruzifix und Weihwasser versuchen sie, den Geist aus Arnes Körper zu beschwören. Aber es klappt nicht. Es scheint, als hätte der böse Geist bereits alles bekommen, was er brauchte und Arnes Körper verlassen. Die Verhandlung beginnt. Der Staatsanwalt fordert die Todesstrafe. Die Warrens wollen dem Mann unbedingt helfen und sie finden heraus, dass seine Familie vor kurzem in ein neues Haus gezogen ist. Der Junge ging als erster hinein und sprang fröhlich auf das schicke Wasserbett. Plötzlich brach ein Arm aus der Matratze hervor und packte David. Das war der Moment, an dem er besessen wurde. Die Warrens untersuchen das Zimmer. Debbie erzählt ihnen, dass der Boden durch das Wasser aus der Matratze ruiniert wurde. Aber die Hellseher sind überzeugt, dass es nicht das Wasser war, das die Fäulnis verursacht hat. Lorraine krabbelt unter das Haus und findet ein Hexentote. Es scheint dazu benutzt worden zu sein, einen bösen Geist zu beschwören. Um mehr über Totems zu erfahren, gehen die Warrens zum ehemaligen Priester Kastner, der sein ganzes Leben lang mit dem Okkulten sich beschäftigt hat. Allerdings ist er nicht gerade darauf erpicht, denen zu helfen. Er hatte schon einmal mit einem ähnlichen Verbrechen zu tun und damals hatten alle wegen der Hexe gelitten. Er rät den Warrens aufzugeben, wenn ihnen ihr Leben lieb ist. In der Zwischenzeit führt die unbekannte Person das Ritual mit dem Metallbecher erneut durch. Der eingekerkerte Arne hat Halluzinationen und er bildet sich ein, dass ihn jemand aus der Dunkelheit angreift. Die Warrens finden einen weiteren Anhaltspunkt. Es stellt sich heraus, dass ein Mädchen in Massachusetts vermisst wird und die Leiche eines anderen in den Wäldern gefunden wurde. 22 Stiche mit einem scharfen Gegenstand. In den Habseligkeiten des vermissten Mädchens befand sich ein Hexentote. Klingt vertraut, nicht wahr? Die Warrens fahren quer durch das Land, aber die Polizei ist nicht gewillt, ihnen die Akte zu geben. Der Leutnant glaubt nicht an das Paranormale und verlangt, dass die Hellseher ihm die Fähigkeit zeigen. Ed lehnt das ab, aber Lorraine stimmt zu. Sie findet die Stelle im Wald, an der die Leiche des Mädchens gefunden wurde. Lorraine fällt dann in Trance und sieht, was mit der armen Jessica und Katie passiert ist. Jessica ist besessen und greift deshalb ihre Freundin an. Und als sie wieder zu sich kommt und begreift, was sie getan hat, rennt sie voller Angst durch den Wald. Auf der Suche nach ihrer Vision rennt auch Lorraine los. Ihr Mann kann kaum mit ihr Schritt halten, weil sein Herz hat sich noch nicht von dem Herzinfarkt erholt. Lorraine erreicht den Abgrund über den Damm und schafft es im letzten Moment zu bremsen. Plötzlich packt eine bleiche Hand ihr Bein und versucht sie hinunterzuziehen. Ed erreicht seine Frau und hilft ihr von der Kante wegzukriechen. Jessicas Fall scheint gelöst zu sein. Lorraine erklärt der Polizei, dass das Mädchen gerannt ist, ohne den Weg zu kennen und in den Fluss gefallen ist. Eds schnelles Laufen machte ihn krank und er hat seine Herztabletten vergessen, also muss er einen Krankenwagen rufen. Währenddessen wird Jessicas Leiche auf dem Grund des Flusses gefunden. Die Polizei gibt zu, dass die Warrens Hellseher sind. Man händigt ihnen also die Fallakte aus. Unerwartet erhalten die Warrens einen Anruf von Arnes Freundin.
Sie behauptet, dass der unglückliche Mann Visionen hat und jemand will den armen Kerl so sehr erschrecken, dass er sich umbringt. Nachts bricht ein Gewitter los. Arne zittert vor Angst und ein gefängnisgeistlicher Besuch, den hinterlässt eine Flasche Weihwasser und weist ihn an, sich zu schützen. Die Warrens beschließen, dass Jessicas Leiche, die vom Grund gehoben wurde, ihnen helfen kann. Als Lorraine den besessenen Jungen berührte, sah sie eine Art Ritual. Vielleicht wird sie dieses Mal etwas anderes sehen. Die Warrens brechen in das Leichenschauhaus ein. Als Lorraine Jessicas Körper berührt, spürt sie den Okkultisten. Sie sieht einen steinernen Kerker und eine Treppe, hört das Geräusch eines Zuges und bemerkt einen Altar mit einem Metallbecher. In diesem Moment führt die Hexe ein Ritual durch. Ihr Ziel ist Arne. Die Hexe zwingt ihn, eine Weihwasserflasche zu zerbrechen und sich mit der Scherbe ins Handgelenk zu schneiden. Lorraine mischt sich ein und zwingt sie, das Ritual zu unterbrechen. Die Hexe wird wütend und versucht, sich an Lorraine zu rächen. Eine der Leichen der Leichenhalle steht auf und greift die Frau an. Ed wirft die Hand seiner Gattin von dem Opfer weg und die Verbindung wird unterbrochen und der aufmüpfige Körper bricht zu Boden. Die Warrens kehren nach Hause zurück. In ihrer Abwesenheit hat der Assistent ein Buch über Strigeteria gefunden, eine spezielle religiöse Zauberei. Darin steht, dass man den Bann brechen kann, indem man den Altar zerstört. Aber wie sollen sie ihn finden? Ernie und Jessica lebten in verschiedenen Staaten. Warum wurden sie das Opfer der gleichen Hexe? Lorraine erinnert sich an die Details ihrer Vision und versucht herauszufinden, wo der Altar versteckt ist. Zu diesem Zeitpunkt wird Ed krank. In der Halluzination wird er wieder von der riesigen Leiche aus dem Leichenschauhaus angegriffen. Ed wehrt sich mit einem Messer und kommt zur Besinnung, weil ein Assistent ihn am Arm packt. Es stellt sich heraus, dass Ed im Begriff war, seine eigene Frau anzugreifen. Die Warrens durchsuchen das Haus. Das Zimmer ist voll mit Blumensträußen, die Ed bei seiner Entlassung aus dem Krankenhaus geschenkt wurden. Nur in einem der Sträuße sind die Blumen verwelkt. Ed lässt die Vase fallen, sie zerspringt und ein Hexentoten wird darin gefunden. Lorraine geht noch einmal zu Pater Kastner, um ihn zu bitten, die Zeilen aus einem Buch in alten Latein zu übersetzen. Ed und sein Assistent bleiben, um Jessicas Fall zu untersuchen. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen in der gleichen Stadt studiert hatte, in der auch Arne lebt. Folglich wurden alle drei Totems zu Ed, Jessica und Arnes Familie an denselben Ort gebracht. Ed erinnert sich, dass Lorraine in der Trance einen nassen Kerker sah und einen Zug hörte. Nachdem er eine Karte mit Eisenbahnlinien und Flüssen studiert hat, entdeckt er den Standort des Altars. Erschrocken springt Ed aus dem Haus und verlässt es. Seine Herztabletten bleiben auf dem Tisch liegen. Währenddessen spricht Lorraine mit Pfarrer Kastner. Er liest das Buch und erklärt, dass die Hexe den Teufel drei Seelen versprochen hat. Das Symbol der Reinheit sollte die unbefleckte Jessica sein. Das Symbol des Glaubens war ihr Mann Ed. Das Symbol der Liebe war Arne, der seine Freundin anbetete. Aber am wichtigsten ist, dass Vater Kastner die Hexe zu kennen scheint. Es ist seine Tochter Isla. Kastner hat sein Leben mit dem Studium des Okkulten verbracht, um sie zu schützen. Aber am Ende hat es das Gegenteil bewirkt. Er hat ihr Interesse nur noch mehr geweckt. Jetzt versteckt sich Isla in den Tunneln unter seinem Haus. Das ist der Ort, den Ed auf der Karte gefunden hat. Der Priester schickt Lorraine in die Tunnel. Die Hexentochter erscheint aus der Dunkelheit und greift an. Das verkürzt das Leben vom Pfarrer extrem. Immerhin schenkt er Lorraine damit etwas Zeit. Ihr Mann kommt an und geht auch in die Verliese. Die Hexe greift Lorraine an und diese kann sich aber wehren. Entschlossen, noch gerissener zu handeln, betäubt sie Ed. Mit einem Vorschlaghammer bewaffnet greift er seine eigene Frau an. In der Zwischenzeit wird das Ritual mit dem Metallbecher eingeleitet. Arne hat im Gefängnis Halluzinationen, aber keiner kann ihm helfen. Sein Körper beginnt zu schweben. Arne versucht, sich mit einer Glasscherbe zu töten, aber seine Freundin hält ihn am Arm fest und hält ihn davon ab. Lorraine fleht Ed an, zur Vernunft zu kommen. Sie erinnert ihn an den Tag, als sie sich kennengelernt haben und an den weißen Pavillon, der zum Symbol ihrer Liebe wurde. Ed kommt zur Besinnung. Anstatt den Vorschlaghammer auf Lorraines Kopf fallen zu lassen, dreht er sich um und schlägt auf den Altar. Der gefangene Arne fällt auf den Boden und der Bann ist gebrochen. Der Körper der Hexe beginnt zu bröckeln und sich zu winden. Sie hatte die Seelen den Teufel versprochen, aber sie nicht gebracht. Das bedeutet, dass sie jetzt ihre eigene Seele geben muss. Der Teufel erscheint in der Gestalt von Isla, was für ihren Gesundheitszustand sehr nachteilig ist. Nach dem erlebten Stress hat Ed einen Herzinfarkt. Er hat ja keine Pillen dabei. Moment mal. Seine liebende Frau hat eine in ihrem Medaillon versteckt. Die Warrens verlassen den Keller und nehmen den metallenen Ritualbecher mit. Er wird in ihrer Gruft zusammen mit der verfluchten Puppe Annabelle und den anderen Trophäen aufbewahrt. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass Arne sich auch gut geschlagen hat, aber leider nein. Die Geschworenen haben nicht an seine Besessenheit geglaubt und trotzdem wurde die Strafe umgewandelt. Der junge Mann heiratet seine Freundin und wird 5 Jahre später aus dem Gefängnis entlassen. Ed baut einen schneeweißen Pavillon in seinem Garten. Ein Geschenk für Lorraine und Erinnerung daran, dass die Kraft ihrer Liebe jeden Bann brechen kann. Was hältst du von dieser grusigen Geschichte? Vergiss nicht, dass Likes und ein Abonnement unseres Kanals dich vor jeder Art von Albträumen schützen kann. Du hast dir den Movie-Katze-Kanal angesehen und pass auf dich auf.